Aber wisst ihr was? So, Junge, jetzt geh ins Bett. Ich geh halt nochmal kurz außen rum, solange der noch am Keulen ist, aber... Der keult ja wirklich. Willkommen zurück zu... Hey, what happened? Ich mache jetzt meinen Abschluss in Elektronik. Das ist doch ein Thermostat. Easy. Wow. Nur die Kabel entfernen, die mit der Batterie verbunden sind. So ganz klar, blau ist es. Lila ist es auch. Und gelb. Hackerman. Sorry, Winnie the Pooh ruft eben an. Ich muss mal dran. We need you to plant a camera. Has been planted. Alter, Hausfriedensbruch? Ich hab doch nur reingeguckt. Also, 23 Uhr peilen wir an, so. Und wenn mich jetzt wieder jemand sieht, raste ich aus. Dann rein, Alter, da kommt gleich einer. Schnell, schnell, schnell. No! Die Pisse haben eine Kamera. Wenn noch eine? Der Lauchboy ist wahrscheinlich. Die filmt ja direkt hier vorne hin. Okay, Achtung, pass auf. Ich gehe jetzt erstmal weg von der Kamera. Okay, pass auf. Oh shit, here we go again. Wo ziehst du jetzt hin, du Wutz? Aber nicht direkt zu mir. So, erstmal schauen, wie wir da reinkommen. Was ich übrigens ganz frisch habe, ist das hier. Schaut mal. Merkt er was? Wir testen erstmal die Vordertür, denn jetzt haben wir nämlich hier diese ganze Hacker-Geschichte. Aha. Mit Leichtigkeit! Sollen wir direkt was klauen? Ey, komm, wir gehen in die Nachtsicht und klauen einfach direkt was, oder? Ist das scheiße mit der Nachtsicht, ne? Warte mal. Ah, ist viel besser, guck mal. Hast du dich direkt übersehen? Eine antike Kuckucks-Kartoffeluhr und so ein Generator. So, das ist richtig viel wert. Warum kann ich den nicht einpacken? H70 Pro. Pro. Das ist die Pro-Version. Der versorgt wahrscheinlich gerade das ganze Haus. Komm, wir knacken hier mal noch geschwind den Tresor. Bin ich Profi, zufällig. Achtung. Musst nur genau hinhören. Lady. Fuck. Oh. So, Moneten ran mit euch. Nice, 150. Kommt der jetzt? Pennt einfach weiter. Pennt du mal schön weiter, du Affe. So, komm, ich mach die Kamera jetzt direkt mal in den Living Room. Alter, pennt der im Living Room? Nee, der hat alle Türen aufgemacht, der Dödel. Komm, wir machen jetzt hier mal die Cam rein. So. Guck mal, komplett unauffällig. Hier sieht keine Sau. Vielleicht noch den Fernseher, um sie richtig abzufacken. Nee, da draußen laufen so viele Leute, da habe ich keinen Bock drauf. Ach, obwohl, man lebt nur einmal. Guck mal, ich gehe einfach hier geschwind wie ein Rind vorbei. Das sieht gut aus. Jetzt laufen halt auch gerade die Passanten weg. Eigentlich perfekter Zeitpunkt. Aber wisst ihr was? So. Easy. Fucking easy. Und ich bin wieder ein normaler Bürger. Und dieser normale Bürger macht jetzt Folgendes. Er fährt einfach komplett unauffällig. Kurz in die Pampa, um etwas einzuladen. Einen großen, unförmigen Stein. So, Kofferraum auf. Fernseher rein. Flop. Und ab dafür. Ich würde sagen, das war ziemlich gut. Ja. Na, okay. Mittelgut. Oh, 400 XP. Für die Uhr. S. Wie Siphon. Nice. Ey, hab ich gerade eben ein ganzes Level? Ich hab fast ein Level über... Ey, ich bin ziemlich gut in dem Spiel, ne? Hallo, ich möchte gern... Stopp. Das ist noch gesperrt, das will ich nicht verkaufen. Geh schlafen, ist meine Aufgabe übrigens. Umständlich siegt. Und jetzt verkaufen. Horst, ich hab was Leckeres für dich, pass mal auf. Nimm den Müll da weg. Horst, das brennt mir in der Seele, dass du meine antike Uhr nicht kaufen willst, du Pisser. Weißt du, wie antik die ist? Das könnte ich brauchen, ne? So eine leuchtende Uhr, so eine Radiumuhr, schön. Weißt du, der trägt Radiumuhren und wundert sich, dass er so aussieht. Horst, denk mal drüber nach. So, jetzt gehe ich pennen. Das war früher übrigens wirklich ein Ding, ne? Radium und sowas. Die haben sogar Radium-Bäder genommen, die Leute. Die dachten, das wäre gesund. Ja. Und dann doch nicht. Winnie Pooh ruft an, ja? Hey, it's time to get our cam. Bisschen pennen, dabei umziehen. Ich mach das jetzt in einer Bewegung. Passt auf, wartet. Los. Hat's geklappt? Hat's cool ausgesehen? Sie dürfen mich nicht sehen. Wenn die mich sehen, denken die, ja, das ist okay, ist einer mit einer Maske, das ist nicht schlimm. Die laufen hier oft rum. Er ist wach? Bitte geh ins Bett, Henning. Der hockt noch in seinem Wohnzimmer und guckt irgendwas. Wahrscheinlich Pornos, weil die Alte nicht zu Hause ist. Junge, jetzt geh ins Bett. Ich geh halt nochmal kurz außen rum, solange der noch am Keulen ist, aber... Der keult ja wirklich.
Kann ich nicht den geilen Weber-Grill hier mitnehmen? Ne, kann ich auch nicht. Warum habt ihr so viele von diesen einzelnen Häuschen hier? Weißt du, sie müssen ihren Reichtum einfach zur Schau stellen. Wir haben ganz viele Gartenlaubenhäuser, Dinger, Zweisitzerbänke mit Dach. Warum? Weil wir es können. Es gibt Pennen, Alfred, hopp, bitte. Na gut, unser Plan. Ja, er geht ins Bett, endlich. Oder geht jetzt an die Haustür. Was ist das für ein Geräusch an der Tür? Ich geh mal gucken. Weißt du, ich hocke hier vorne dran, spiel grad Tetris. Nicht so laut, Leute, bitte. Bitte. Ich muss kurz was holen. Ich hole mir auch gleich die Vase. Oh, fuck, ist das Ding fett. Warte mal. Stand da ein antiker Topf? Das ist aber ein großer Topf. Alter, wie laut das war. Er hat gerade Albträume, der arme Mann. Weißt du, er träumt gerade davon, ausgeraubt zu werden. Was würde mich am meisten stören, wenn es mir geklaut werden würde? Also so an Sachgegenständen. Wahrscheinlich schon der PC und der Fernseher und so. Und die ganzen coolen Sachen. Ich klaue einfach alles, ist mir egal. Guck mal da. Thermomix eingepackt. Wassermax eingepackt. Oh, Inventar ist voll. Okay, gut, dann würde ich sagen, nehmen wir die fette Vase noch mit. Ich meine, den Topf. Oder das Bild. Das Bild ist viel schöner, aber ich nehme den Topf mit. Man muss auch mal was riskieren. Du musst einfach mal dicke Eier haben im Leben, weißt du? Der guckt dir gleich rein. Okay, ich schmeiß die mal wieder hier rüber. Um Gottes Willen, die war so close, die Tante eben, ne? Nee! Nee! Ich bin down. Die hat abgeschlossen! Okay. Jetzt muss ich Parkour machen. Hart. Ja. Komm. Ich muss mich einfach bei den Gartenhäuschen verstecken. Und er kann nicht schlafen, es ist so laut. Margaret! Hast du mir die Polizei gerufen? Oh shit, da ist sie. Guck sie dir an. Wie sie rausguckt. Ich schwör's, da war ein Einbrecher. Ich schwöre. Wie heißt der Mann nochmal? Eichelbert, ich schwöre, da ist ein Einbrecher. Okay, gut, ich war mal wieder unentdeckt. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich glaube echt, dass mich die Häuschen gerettet haben, ne? Der Polizist kommt rein. Madam, wo kann er sein? Nicht im Garten. Und der Polizist, naja, klar, Gartenhäuschen sind scheiße, hast du recht. Aktuell läuft's ja eigentlich wie geschmiert, ne? Und die Verwandlung findet statt. Also klar. Guck mal, da steht er schon und wartet auf mich. Gib mir die Moneten, mein Freund. Heimlichkeit immer noch auf 3. Horst, pass auf. Ich hab einen fetten Buttplug für dich. Nimm den Müll da weg, sagt er zu mir, ne? Ist das ein Assi oder ist das ein Assi? Thermomix 350 läuft. Nach Hause, Versteck. Ist das dasselbe? Hab ich jetzt irgendwie ein Haus oder was? Oder ich meine, ich habe 9.000, das kostet 30.000. Komm, da können wir doch bestimmt einen Deal machen. Ey, was ist das für ein sweetes Haus hier? Leute, wir müssen 30.000 sparen. Jetzt habe ich hier noch diese zwei Sachen, diese fette Vase und diese Kuckucksuhr. Ich glaube, die kann man hier bestimmt auch verballern, ne, bei hier. Da sind wir. Antike Uhr, verkaufen. Und hier, antiker Topf. Verkaufen. Hier ist doch bestimmt die Überwachungskamera, oder? Hier, Elektronik. Ja, da ist sie. Mikrokamera mit Aufnahme. Mit Pornos. Gut. Winnie! Was gibt's? Ah, geil! Bumm! So, pass auf. Ich mach das jetzt hier mal instant. Und zwar... Ah, das Garagentor kann man hier aufmachen. Ja, geil. Hier willst du nur Kleinkram mit, weil ich will nicht, dass die gleich nach Hause kommen. Oh, Leute, eine Xbox, optimal! Geh mal zur Seite. Ja, komm, die Family nehme ich auch mit. Einfach, um sie abzufacken. Weißt du, Fernseher ist da. Das Essen ist noch im Kühlschrank. Aber da ist keine Bedienung dafür. Also für den Fernseher. Okay. Ist das Garage... Ist die jetzt offen? Voll unauffällig. Ich bin echt der beste Dieb der Welt. Oh Gott, ist das laut. 8 Millionen Zeugen vor der Haustür. Interessiert einfach keine Sau. Easy. Hausfriedensbruch. Jetzt seht ihr das? Verzählt euch. Wie hätte ich denn das machen sollen mit 8 Leuten vor der Haustür? Also unentdeckt. Ich meine, ich habe es ja gemacht. Ich habe es ja hinbekommen. Easy. Der Vinny. Ich habe es bis hierhin gehört, dass du erwischt wurdest. Ich will doch ein Haus kaufen. Stopp mal, warte mal. Ey, Horst. Jetzt guck doch mal, was ich dir mitgebracht habe, Schönes. $21, hat sich ja voll gelohnt, diese verschissene Fernbedienung mitzunehmen. Alter, die Controller für 220. Fuck, ey. Insane in the membrane. Wisst ihr was, wir holen jetzt noch das Haus. Pass mal auf. Was wir jetzt für ein richtig assiges Ding machen. Wir gehen easy in die Ritchie Street, parken direkt bei der 201 und jetzt machen wir die mal richtig nackig.
Wir holen jetzt, ich sag mal so, um die, ja, $8,000 daraus aus den Gaunern. Sie ist einfach weg. Hört ihr das draußen eigentlich auch, wenn ich sie richtig aufboller? Weil ich habe jetzt halt nicht so viel Zeit, um alles so langsam aufzumachen. Eine Maus, ah, sweet. Komm, Sparschwein mitnehmen. Ich brauch Geld fürs Haus. Kommt, das Kind hat doch bestimmt ultra viel versteckt. Nix. Na, also eine Kamera. Jetzt geht's aber langsam los, Leute. Alter, Xbox-Controller wieder. Zwar keine Xbox, aber die Controller haben sie direkt nachgekauft. Nice. Shit, die kommen gleich heim. Ich muss gehen. Jawohl, noch ein Pad. Jetzt gehen. Nix der Hausfriedensbruch. Wir brauchen Money. Auf ins Pfandhaus. Money. Ja, ist mir egal. Ich brauche Alter, schon wieder ultra die Erfolgspunkte gesnitcht. Ne, krass. Die Violine können wir wieder auf crackhead.net verkaufen. Geil. Leute, wir schaffen das noch. Einmal das. Ja. 4.000, nice, sehr, sehr gut. Das machen die zwei Dinger jetzt voll. Bitte, ich hab die entsperrt. Horst, weißt du, was sowas entsperrt wert ist? $2,500. Welcome back. So. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Das ist absolut insane, dass du mir jetzt wirklich nochmal, dass du mich jetzt noch einmal auf Achse schickst. Wir gehen die Dödel Street. Und geht einfach zu so einem ganz einfachen Bruch. So was ganz Einfaches, weißt du, wo du rein kannst, 5 Autos klauen, noch ein Pudel oder sowas und dann ab. Achso, jetzt muss ich hier wieder von Hand. Das sind dieser Billigschlösser, weißt du? Hier kannst du einfach durch reines Angucken öffnen. Guck mal, hier ist auch überhaupt kein Fußverkehr. Es ist schön. Keine blöden Nachbarn, die rumstehen. Warte mal, wird er gerade eingebrochen, Schatz? Ich weiß es nicht. Wir sollten mal gucken. Da kriege ich direkt die Kotz. Instant. Ja! Komm schon, 8000 Kilo Geld. Das ist nicht euer Ernst. So, was sind die Arme oder was? Das Geld liegt auf der Straße. Was ist denn das für ein Scheiß? Weißt du, die Reichen, die holen sich jeden Tag 2 neue Xbox-Controller. Das ist Lifestyle. So, Xbox-Controller abstauben. Sehr, sehr schön. Was habt ihr hier noch so? Okay, ja, ich glaube, wir haben es schon geschafft. Das war's. So, Winifred. Und schon sind wir am Start. Leute. Ich verkünde euch hiermit feierlich, dass ich unversteckt in mein Versteck fahre und es kaufe. Welcome to my crib. That's my pimp daddy pimp car, pimple die pimp, pap, pip. Mein Computer, Apple iMac 3, meine Couch, meine Juweliersgeschichte, meine Freundin.